Herzlich willkommen zu Behind the Board, der My Dart Coach Spieler Podcast. Es begrüßt dich das Team My Dart Coach und wünscht dir viel Spaß mit dieser Folge von Behind the Board. So, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Behind the Board, dem My Dart Coach Spieler Podcast. Folge Nummer 28 ist es mittlerweile. Und wieder einmal bin ich hier nicht alleine. Und zwar habe ich heute wieder einen phänomenalen Gast. Bitte begrüßen Sie mit mir den Gast der heutigen Folge, Marvin Koch. Hallo, Marvin. Moin, Micha, grüß dich. Marvin, auch für dich zu Beginn dieses Podcasts einmal die Frage: Wie geht's dir aktuell? Mir geht's an sich ganz gut, ein bisschen stressig, viel los aktuell, viele Turniere, viel zu organisieren mit der Aufstiegsrunde zur zweiten Bundesliga und all sowas, aber an sich ganz gut. Aufstiegsrunde zur Bundesliga ist doch schon ein ganz gutes Stichwort. Ich glaube, da kann man ganz kurz mal quatschen. Wir wollen das gar nicht zu breit treten, aber einmal ganz kurz, bevor wir da jetzt so heftig einsteigen, sag einmal ganz kurz, was ging denn da ab? Was war denn da los? Das war schon vogelwild, oder? Ja, ich glaube, es hat viele Leute betroffen. Also da gab es ja auch viel Resonanz auf Social Media, also gerade bei den Facebook und ich glaube Facebook-Kanal vor allem vom DDV. Da gab es, wie sagt man, die Rolle rückwärts. Erst wurde die Aufstiegsrunde und Pokalendrunde in Hanau abgesagt. Dann wurde eine Stunde später gesagt, man diskutiert drüber. Dann wurde es zwei Stunden später wieder eingesetzt. Ja, sehr, sehr interessant gewesen. Mal wieder so eine Rolle rückwärts vom DDV, nachdem auch schon das DDV-Turnier in Wilsfienburg irgendwie zwei Tage vorher ausgefallen ist. Ja, der DDV momentan so ein bisschen sucht nach seiner Form, sagen wir es so. Vogelwilde Szenen auf jeden Fall, die sich da abgespielt haben. Es freut mich aber trotzdem, dass es dir trotz alledem oder trotz der vielen Sachen, die los sind, auch ganz gut geht. Ja, bevor wir gleich richtig aufs Darts zu sprechen kommen, ne? Heute habe ich mal einen wirklich entspannten Tag gemacht. Es war viel los in den letzten Wochen. Ich bin ja viel umhergereist, habe ich dir ja auch erzählt. Ne? Aber heute habe ich es wirklich entspannt angehen lassen. Ich weiß nicht, ob du dich für Tennis interessierst. Ich lag eben schön auf dem Sofa und habe schön das Auftaktspiel von Alexander Zverev, der deutschen Nummer 1, bei den French Open gesehen. Eines der vier Grand Slam Turniere des Jahres. Interessierst du dich für Tennis oder ist das so gar nicht dein Ding? Gucke ich jetzt nicht unbedingt rein, also selten mal so ein Wimbledon-Spiel oder so, aber wirklich wenig. Muss schon ein Highlight dann sein. Muss schon ein Highlight sein, ja. Aber ist, glaube ich, auch eine coole Sportart. Ich meine, Johannes, der hier in der letzten Folge zu Gast war, das ist natürlich so sein Baby, der liebt den Tennissport natürlich, ne? Aber ja, ich finde, Tennis ist schon cool und da kann man sich als Dartspieler, glaube ich, auch häufig ein bisschen was von abschauen. Ja, ich finde, Tennis ist für mich so eine Sportart, ich glaube, es können viele nachempfinden, hat jeder so seine eigene. Ich finde, es macht Spaß, selber zu spielen, aber so 5-6 Stunden sich das anzuschauen, ist für mich dann manchmal einfach ein bisschen auch zu langdehnend. Ja, also irgendwann ist es dann zu viel. Ja, da muss man schon sehr drin sein dafür, dass man das sich dann antut, mache ich auch selten, sag ich mal. Aber so gewisse Spiele als Highlight finde ich wirklich klasse. Soll ich dir übrigens von einem anderen Highlight erzählen? Ich weiß nicht, ob du es mir glauben wirst. Jetzt geht's los. Ricky Evans hört unseren Podcast. Eieiei. Seit wann das? Seit jetzt letzter Woche, oder? Ja, und zwar die Story dazu. Ganz wild. Und zwar kam der gute Mann, Kevin Schmidt, der ja dort auch mit war bei der ersten Herforder Darts Gala im VIP-Bereich, falls du dich erinnerst, kam auf mich zu und meinte: Du, Micha, Ricky Evans hört euren Podcast. Und ich meinte erstmal so: Was? Also ich meine, der Podcast ist ja auf Deutsch, Ricky Evans ist jetzt, ne, spricht halt Englisch so, ne? Ich wüsste jetzt nicht, warum der unseren Podcast hört, vielleicht zum Einschlafen oder so. Aber dann meinte der Kevin Schmidt zu mir: Ist nämlich so, er hat nämlich den Ricky Evans vom Flughafen in Bremen abgeholt im Zuge der Darts-Gala, der Exhibition, wo wir beide waren. Und da hat er schön auf der Fahrt vom Flughafen zur Darts-Gala den My Dart Coach Behind the Board Podcast angehört. Und somit hat Ricky Evans, der hinten im Auto saß, unseren Podcast auch gehört. Überragend, ja. Ja, überragend. Also kann er gerne nochmal Inhaltswiedergabe raushauen. Dann wird abgeprüft, ne? Ja, nee, aber fand ich ganz wild. Ricky Evans hört unseren Podcast. Da haben wir doch schon mal den Clickbait-Folgentitel für diese Runde, oder? Oh ja, das stimmt, ja. Ja, nee, ist eine coole Sache.
Ich bin momentan richtig im Podcast-Fieber übrigens, wie du vielleicht schon mitbekommen hast, ne? Ich mache hier so viele Podcasts, bei uns hier jede Woche einmal und dann letzte Woche auch noch bei Johannes und seinem Bruder. Hat mir richtig Spaß gemacht, wer die Folge gehört hat, hat da auf jeden Fall gut was mitgenommen. Heute Morgen, wir nehmen hier jetzt ja am Dienstag, ja Nachmittag oder Abend mittlerweile schon fast auf. Heute Morgen war ich ja noch bei Checkout im Podcast zu Gast, hatte Kevin relativ spontan geschrieben, ob ich da einspringen könnte, weil der werte Kollege Christian Rüdiger leider erkrankt ist. Hat mir auf jeden Fall auch großen Spaß gemacht. Du hast die Folge ja auch schon gehört, hast du mir gesagt, jetzt auf dem Weg nach der Arbeit. Wie hat dir die Folge denn gefallen? Machen wir hier mal ein Live-Feedback. Mir hat die Folge sehr gut gefallen. Also ich höre da auch häufiger rein, weil es auch immer ein bisschen kompakter ist. Und die Folgen gehen ja meist auch nur so um die 40, 45 Minuten und man hat halt so einen groben Überblick über alles. Also gerade wenn man jetzt am Wochenende selber viel gespielt hat und so gerade European Tour oder so nicht so verfolgen konnte oder Players Championships, hat man doch da immer einen ganz guten Einblick auf all die Themen und dann halt aber auch auf Themen, die halt nicht Profibereich sind, manchmal halt, ob es halt auch DDV ist oder Bundesliga-Endrunde oder was auch immer anstand. Also wie gesagt, ich habe auch den Podcast mit Johannes und seinem Bruder auch gehört und mit dir. Also ich bin da fleißig am Hören. Also. Meine Güte, du verfolgst hier alles. Ich weiß gar nicht, wie du das überlebt hast, mir so viel zuzuhören und jetzt sitzt du mit mir hier auch nochmal wieder. Aber naja, was macht man nicht alles, ne? So ist das, ne? Du hast gesagt, ja, wenn man selber viel spielt oder sowas, dann kommt man häufig gar nicht so viel dazu, die European Tour zu verfolgen, wenn dann Wochenende anstand. Ich meine, da passiert natürlich auch mal wieder unwahrscheinlich viel. Wie viel hast du denn von der European Tour jetzt am letzten Wochenende mitbekommen? War das viel oder war das eher wenig? Ich glaube, das war bisher das Turnier, wo ich am wenigsten mitbekommen habe. Ich habe ein paar Ergebnisse hier bei Flash Score gesehen, aber ich habe keinen einzigen Fall gesehen oder irgendein Highlight oder sonst was, sondern nur ein paar Ergebnisse durchgerattert. Ja, ich denke, wir können da ja auch noch mal kurz ein bisschen so drüber sprechen, das ein oder andere Fazit ziehen. Ich habe da heute Morgen mit Kevin ja auch schon eine Dreiviertelstunde drüber gesprochen. Ich habe ehrlich gesagt eigentlich jetzt gar keinen Bock mehr, hier noch mal eine halbe Stunde über das European Tour Event zu sprechen. Wer da halt Bock hat, richtig tief einzusteigen, schaut gerne noch mal bei Checkout rein. Da haben wir das Turnier natürlich komplett zerlegt. Ja, an sich, was bleibt hängen? Ne? Rob Cross gewinnt dieses Turnier, kommt wieder mal so ein bisschen als Dark Horse durch, als ja Spieler, den man nicht ganz auf dem Zettel hatte, der hier aber mal wieder gute Leistung zeigt. Es ist das Finalspiel gegen Luke Humphries im direkten Rennen um den Platz in der englischen Nationalmannschaft zum Startplatz beim World Cup of Darts. Was sagst du dazu? Ich meine, das war ja so ein direktes Spiel darum. Wen hättest du persönlich lieber gesehen beim World Cup of Darts an der Seite von Michael Smith? Also ich glaube tatsächlich, dass Humphries und Smith bessere Partnership gehabt hätten. Also sind ja auch vom Tempo ziemlich ähnlich, vom Spielstil auch, einfach rauf, genießen, reinballern. Und ich fand, dass Humphries auch ein sehr krasses Turnier gespielt hat. Also ich habe ja die Ergebnisse gesehen, da war, glaube ich, auch ein Spiel irgendwie mit 111 oder so dabei. Also der scheint ein gutes Wochenende gespielt zu haben und wollte wahrscheinlich halt nochmal den Platz Rob Cross streitig machen. Er hatte auch wirklich ein gutes Wochenende gespielt. Du meinst wahrscheinlich das eine Spiel, ich glaube, es waren ja knapp 110 oder sowas um den Dreh, kann auch 111 sein, gegen Gian van Veen, der auch ein Wahnsinnsspiel spielt. Ja, ich meine, das war jetzt so endlich mal das Wochenende, wo Gian auch auf der TV-Bühne gezeigt hat, was er eigentlich kann. Und ich meine, ich kündige es hier seit Monaten schon im Podcast an, dass bitte alle mal ihre Augen auf Gian richten sollten. Dass da vielleicht so der nächste Josh Rock ankommen könnte, der wirklich einen richtig, richtig guten Pfeil spielt. Und jetzt hat er es endlich gezeigt. Finde ich klasse. Und ich meine, wenn junge Spieler nachkommen, die dann so richtig im Flow sind, das macht einfach schon wirklich Spaß zuzuschauen, muss man sagen. Ja, wie gesagt, ich kenne ja Gian auch von der Development Tour, habe ja auch gegen ihn auch schon mal selber gespielt. Also ja, auch was er bei der Development Tour abzieht. Ich glaube, der hat auch schon da zwei Turniere gewonnen dieses Jahr, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, das ist eine enorme Qualität. Und ich hatte bei ihm so das Gefühl jetzt bisher im Jahr, auch bei den Players Championship, so dass er oft einfach auch sehr harte Auslosungen hatte und dann oft auch mal eine Wochenende hier, ich glaube, letzte Players Championship Wochenende geht er irgendwie erstes Turnier mit über 100 raus, 103 oder so, und beim zweiten Turnier gewinnt er das erste und verliert das zweite auch mit über 100. Ich glaube, da hatte er irgendwie einen 102er Wochenendschnitt und gewinnt ein Spiel. Also, ja, einfach krass, wie das Niveau da teilweise ist, ne? Ja, es ist wirklich unbegreiflich. Ich habe nochmal geschaut bei Darts Orakel.
über den kompletten Monat Mai, der ja jetzt quasi auch schon rum ist, oder wenn der Podcast rauskommt, ist der Monat ja schon quasi abgeschlossen. Es steht da jetzt auch nichts mehr an die nächsten zwei Tage. Den höchsten Average von allen Spielern, allen Profis, Tourkarteninhabern über den Monat Mai trägt Gian van Veen mit 99,82 Punkten über alle Spiele im Mai. Und danach kommt Gervin Price auf der 2 mit 99,6 Punkten. Also das zeigt ja schon was für einen Mann, der, ich weiß es jetzt nicht genau aus dem Kopf, aber der so gerade in den Top 100 der Welt steht. Das ist, also in welcher anderen Sportart gibt es sowas denn? Ja, gibt es nicht so häufig, ne? Also, aber das ist halt auch dieses Ranking-Systems bei der PDC geschuldet, dass halt dann auch Leute, die im Nicht-Tourkartenjahr gute Ergebnisse erzielt haben, das dann nicht mit reingewertet wird, weil sonst wäre Gian, glaube ich, auch deutlich noch weiter oben in der Rangliste, als er jetzt steht. Ja, das wäre er. Und wenn man da nochmal drauf schaut, wenn die PDC halt nicht von den Non-Tourcard-Inhabern das Preisgeld am Ende des Jahres zurücksetzen würde, dann wäre Gian jetzt auf dem Weg zum World Matchplay, ne? Genau, ja. So vom Gefühl habe ich das auch wahrgenommen. Ja. Ich glaube, der hat ja auch letztes Jahr, glaube ich, ohne Tourkarten-Finale gespielt. Richtig, richtig. Genau. Bei den Players Championships, also ja. Ja. Sehr starker Spieler. Guter Zocker, ja. Die Ehre, gegen ihn zu spielen. Ja, erzähl doch jetzt mal, wie ist das denn überhaupt ausgegangen? Wollte ich eben schon fragen. Das war tatsächlich sehr kurios. Also, das war ein Spiel in Wigan, müsste es gewesen sein. Wir haben beide unsere ersten beiden Spiele gewonnen. Das war dann halt das Spiel damals noch um 100 Pfund. Und er hat davor wirklich echt nicht gut gespielt. Er hatte so Dutchies-Probleme, gewinnt irgendwie mit 64. Und ich dachte so, ja gut, das ist jetzt wahrscheinlich meine Chance jetzt im nächsten Spiel. Und gegen mich spielt er dann wieder wie 99,5 und ich verliere, glaube ich, 4-1. Ja. Das ist natürlich. Da denkst du eigentlich, okay, der struggelt gerade ein bisschen, ne? Mit Dutchies und so und kriegt kaum Pfeil raus. Und das war gegen mich teilweise auch ähnlich, aber irgendwie gehen die Dinger dann trotzdem dahin, wo sie sollten. Also ja, das ist schon sehr, sehr faszinierend. Also tja. Gibt ja auch auf der Development Tour, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, doch Pim van Wijn, der hat auch so ähnliche Anfälle, der dann trotzdem die Pfeile halt auch, also wenn man sich das dahinter stellt, sich das anguckt, kann man das kaum glauben, wie man dann trotzdem immer noch so präzise spielen kann, obwohl man irgendwie 8-mal ansetzt, 5-mal im Arm zittert und der Pfeil dann trotzdem ins Triple geht oder ins Doppel. Das ist schon faszinierend irgendwie. Ja, gibt es ja auch noch Videos auf YouTube von, wie er irgendwie, weiß nicht, bei JDC auch noch spielt, ist ja auch noch ein sehr junger Spieler und dann da, weiß ich nicht, irgendwie kaum den Dart erstmal losbekommt und dann aber trotzdem eine 180 nach der nächsten wirft. Also das ist schon wirklich krank. An diesem Wochenende war auch ein wichtiges Spiel für Ricardo, muss man sagen. Das konnte er leider nicht für sich entscheiden gegen Steve Beaton. Was sagst du zu diesem Spiel von Ricardo gegen Steve Beaton? Das hast du doch bestimmt mitbekommen, oder? Wir haben auch kurz drüber geschrieben oder so, wenn ich mich nicht vertue, ne? Ja, wir haben eben kurz drüber gequatscht, aber wie gesagt, ich habe das Spiel jetzt nicht im Detail halt gesehen. Um so ein Spiel richtig zu erleben, muss man halt das sehen, meiner Meinung nach. Ich habe so ein bisschen gesehen, dass er am Anfang halt wohl ein bisschen auf Doppel gestruggelt hat und irgendwie auch dann schon ein bisschen deutlicher hinten lag, aber dann am Ende fast nochmal die Kurve bekommen. Also die Side habe ich noch ganz gut gesehen, wo ich am Anfang auch dachte, wo es Beaton ohne Triple reinkommt und Ricardo mit der 140, dass er es vielleicht nochmal ziehen kann, aber hat am Ende nicht sein sollen. Die 116 war natürlich dann am Ende ärgerlich. Ja, oder 106 waren es dann. Oder 106. Genau, in der Situation, wo es 4-4 steht, Ricardo die Möglichkeit bekommt schon quasi fast zum Break, stellt sich da zum Break auf Tops. Steve Beaton geht ran, checkt die 106 Punkte. Ansonsten wäre es 5-4 für Ricardo gewesen und so, Anruf zum Match. Dann hätte das Spiel auch anders ausgehen können. Ne? Und Ross Smith hat man sich auch was ausrechnen können, muss man sagen. Auch wenn der jetzt am Ende wieder wirklich stark aufgespielt hat bei diesem Wochenende. Ist jetzt ärgerlich, aber ich schreibe Ricardo da noch überhaupt nicht ab. Also ich sehe das halt auch so. Ricardo hat immer wieder gezeigt, dass er unfassbar gute Leistung spielen kann. Aber die Ergebnisse kamen nicht unbedingt immer konstant. Also da kamen auch mal 2, 3, 4, 5 Turniere nicht so heftige Ergebnisse. Und dann kam wieder ein Halbfinale auf der Pro Tour. Dann wieder ein paar Turniere nicht so viel, dann kam Viertelfinale auf der European Tour und deswegen mache ich mir momentan irgendwie überhaupt keine Sorgen, auch wenn die Leistung oder die Ergebnisse gerade nicht da sind, weil es ist noch ein European Tour Event, es sind noch zwei Players Championship Events, ich traue Ricardo auch ganz locker hier nochmal Halbfinale, Viertelfinale irgendwas zu oder wie siehst du das auch im Hinblick auf das World Matchplay? Ja, definitiv, also und ich sag mal so, selbst wenn es nicht klappen sollte, sieht es ja dann auch bei den anderen Turnieren noch
bei den anderen Qualis gut aus, ob es jetzt Grand Prix ist oder Players Championship Finals oder was ist noch, European Championship, hat er auch noch gute Chancen, wenn er dann nochmal ein, zwei Siege einfährt. Also ist da eigentlich überall noch ganz gut im Rennen, also immer noch in Reichweite, sagen wir es so. Ja, das auf jeden Fall. Das war also Sindelfingen, dieses European Tour Wochenende. Ja, European Tour ist wirklich schon eine großartige Tour. Es wird ja immer gesagt, the greatest tour in sports. Das macht schon wirklich Woche für Woche immer wieder Spaß, dort die Stars zu sehen. Das hat wirklich einen hohen Unterhaltungswert. Und ja, die Stimmung in Sindelfingen war wirklich gut. Ich hatte ja sogar noch überlegt, spontan hinzufahren, wenn Ricardo in der Nachmittagssession gespielt hätte am Freitag. Aber da es die Abendsession geworden ist, bin ich dann doch nicht mehr hingefahren. Du hast eben auch gesagt, es ist bei dir relativ stressig, privat Turniere zu spielen, was auch immer momentan, weil viel ansteht. Wie läuft es denn bei dir eigentlich darttechnisch gerade? Also wie laufen bei dir auch die lokalen Turniere? Rattert das da immer noch weiter mit den Turniersiegen oder wie schaut's aus? Also ich muss tatsächlich sagen, dass momentan, ich würde schon sagen, so gut läuft wie noch nie. Also vor allem statistisch. Also ich gewinne jetzt auch nicht jedes Turnier oder so, aber zum Beispiel am Freitag habe ich jetzt auch wieder ein Turnier gewonnen, wo ich dann auch irgendwie nach 4 Spielen im Turnierschnitt irgendwie bei 85 stand und mir auch dachte so, ja, es hat sich gar nicht mal so krass angefühlt. Hätte ich das vor einem Jahr gemacht, hätte ich gedacht, okay, was passiert hier heute? Aber es fühlt sich dann irgendwann auch irgendwie relativ normal an. Und es kommen echt viele gute Ergebnisse, viele gute Turniersiege und auch wenn es mal kein Turniersieg ist, so wie zum Beispiel am Sonntag habe ich mit Kollegen Marcel Althaus, kennt vielleicht auch der eine oder andere. Könnte man kennen, ja genau, das Doppelturnier in Hameln gespielt und da fliegen wir dann im Viertelfinale raus in den Best of Seven, wo wir mit 83 verlieren, im Doppel, 83er Schnitt, wo man dann auch rausfliegt mit dem höchsten Turnierschnitt, höchsten Checkout, höchste First Nine, was auch immer. Und man wird halt dann Fünfter, aber es ist ja trotzdem keine schlechte Leistung. Also ich mache das auch nicht immer an Turniersieg fest oder an, was weiß ich, Halbfinale oder so, sondern man muss das ja auch so sehen, wie wir das bei Ricardo auch gesagt haben. Man kann auch, oder bei Gian, man kann auch persönlich sehr, sehr gut spielen und manchmal ist es halt einfach der eine Moment, wo der Gegner dann halt noch mal ein Stück besser spielt, aber man selber ja eigentlich mit seinem Spiel gar nicht so unzufrieden war. Das hört sich doch alles sehr solide an, muss man sagen. Und da kann man auch wieder dann gespannt sein, was in der Zukunft kommen wird. Ich meine, DevTour ist nicht mehr lange hin, bis da das nächste Wochenende ansteht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe richtig Bock, weil ich werde ja dieses Mal auch mitspielen. Ist ja in Hildesheim und das nehme ich dieses Mal mit. Ja, wie gesagt, ich habe ja dein Spiel auch so ein bisschen jetzt verfolgt oder dein Training besser gesagt und wir haben ja auch den Stream zusammen gemacht. Also ich sag mal so, wenn du da das ans Board kriegst, was im Stream oder im Training jetzt momentan läuft, dann kann da auch durchaus was gehen. Also warum nicht? Ja. Schauen wir mal. Du suchst die passende Unterstützung, um optimal trainieren zu können? Dann ist die MyDartCoach-App genau das, was du suchst. Die MyDartCoach-App bietet dir alles, was du zum Trainieren brauchst, damit du dich schnellstmöglich bestmöglich verbesserst und auch bald auf der großen Dartbühne spielen kannst. Genauso wie die Spieler aus dem Team MyDartCoach. Denn MyDartCoach bietet außerdem für junge Dart-Talente ein Sponsoring- und Managementprogramm an. Informiere dich auf unserer Website mydartcoach.com über die MyDartCoach-App oder Sponsoring- und Managementangebote. Wo auch was hätte gehen können, ist jetzt eine doofe Überleitung, ich weiß, wäre der Host Nation Qualifier Block gewesen, der neulich anstand. Marvin, da müssen wir jetzt auch nochmal hier im Podcast drüber sprechen. Ich habe da, oder wir haben da beide, glaube ich, schon 10.000 Mal drüber gesprochen, in den letzten 2 Wochen, egal wo ich irgendwie im Podcast war, wo ich mit anderen Leuten gesprochen habe oder sowas. Ich habe unwahrscheinlich viel über dieses Thema gesprochen und das garantiere ich jetzt, das hier ist jetzt das letzte Mal, dass ich da irgendwie öffentlich drüber spreche. Aber ich möchte, weil wir das auch das letzte Mal mit Johannes so angekündigt haben, doch noch einmal mit dir hier im Podcast über die Situation bei den Host Nation Qualifier Turnieren sprechen. Für dich von mir ist auch ein letztes Mal. Danach lassen wir dich auch alle in Ruhe. Ich habe auch keinen Bock mehr. ja, aber erzähl doch noch einmal ganz kurz, was bei dem letzten, also erzähl erstmal ganz objektiv hier,
was bei dem letzten Host Nation Qualifier Block vorgefallen ist, und dann gehen wir da nochmal ein bisschen ins Detail, weil ich meine, von dir wollen wir es hören. Du bist derjenige, der den Post dazu auch gemacht hatte und ja, der da direkt mit vor Ort mit dabei war. Und vorab sei einmal ganz kurz gesagt, es geht uns hier in keinster Weise, also nur so als kleiner Disclaimer, sollte eigentlich klar sein, es geht uns hier in keinster Weise darum, irgendeinen Spieler zu diskreditieren, irgendeinen Spieler in der Öffentlichkeit schlecht darzustellen, was auch immer. Wir haben beide, glaube ich, großen Respekt vor jungen Dart-Talenten, vor jungen Spielern, die einen guten Pfeil spielen und da wirklich auch am Wachsen und sich am Entwickeln sind. Aber trotzdem wollen wir hier auch die Sachen ehrlich ja, darstellen, wie wir sie wahrgenommen haben. Und was halt auch in unserem Podcast nach unserem Motto Behind the Board, also quasi hinter der Scheibe, was man sonst nicht so mitbekommt, stattgefunden hat. Und jetzt Film ab. Ja, ich würde erstmal chronologisch starten. Also wir hatten mehrere Qualifier. Das ging am Freitag mit einem Qualifier los. Ich glaube, das war auch der für Sindelfing, wenn ich es richtig im Kopf habe. Müsste es gewesen sein, ja. Ja, da konnte ich eigentlich theoretisch gar nicht spielen, weil ich dort nicht frei bekommen habe. Konnte es dann aber kurzfristig doch noch so umlegen, dass ich halt deutlich früher angefangen habe zu arbeiten. Also um 6 Uhr morgens schon angefangen habe zu arbeiten, um dann früher zu gehen, um noch den Qualifier zu spielen. Was im Endeffekt halt dann auch nicht so viel gebracht hat, weil ich dann erste Runde Nico Springer direkt hatte. Und ich habe mich halt auch nicht so hundertprozentig fit gefühlt. Das ist auch logisch, wenn man dann einen ganz anderen Ablauf hat als sonst. Dieses früh aufstehen, dann arbeiten, dann schnell rüber in die Halle. Und dann gleich gegen jemanden zu spielen, der, glaube ich, 101, 102 irgendwie was in dem Dreh spielt. Mhm. Von daher war der erste Qualifier relativ schnell für mich vorbei, aber halt ohne irgendwie mental da jetzt einen Kratzer so mitzunehmen, sondern habe ich dir auch geschrieben, jetzt am nächsten Tag geht's dann los. Mhm. Und das sollte dann auch so sein. Also der zweite Qualifier am Samstag lief dann ganz gut. Die erste Runde mit nicht allzu viel Gegenwehr solide gewonnen gegen einen etwas schwächeren Gegner. Zweites Spiel dann auch souverän geholt. Im dritten Spiel wusste ich dann schon gegen Andrew Beaton, also der ist ja auch viel unterwegs, auch auf der Challenge Tour, auch in England und sowas, dass es auch ein Spieler ist, der, sagen wir mal, auch sehr, sehr langsam ist und auch nicht wirklich vom Rhythmus angenehm ist. Und trotzdem konnte ich das für mich ganz gut handeln und hatte dort auch gar keine Probleme mit dem Tempo und so an sich. Habt auch ein richtig gutes Spiel gemacht und das am Ende auch dann mit 5-3 gewonnen. Und dann stand halt schon das Viertelfinale an gegen Liam, der jetzt auch am Wochenende wieder bei der European Tour dabei war, auch echt gut gespielt hat gegen Raymond van Barneveld. Und ja, da bin ich wieder sehr gut mit dem Tempo klargekommen, richtig gut reingestartet. Aber irgendwann, als ich dann geführt habe, hat sich das so ein bisschen geändert. Dann wurde das Tempo nochmal mehr verzögert. Die Darts wurden einzeln rausgezogen und er kam dann auch mehrfach auf mich gerade zurück, dass ich dann halt auch, haben sich einige nach dem Spiel auch gewundert, ich habe dann halt, um das zu vermeiden, bin ich halt ein Board weitergegangen. Also du kennst es ja, die Boards sind so nebeneinander aufgereiht und es waren ja nur noch zwei Spiele, die liefen. Und ich habe mich halt ans nächste Board gestellt, praktisch so 2-3 Meter weg, dass er mir gar nicht entgegenkommen kann. Und es war dann trotzdem so, dass dann die Verzögerung noch mal krasser war und mir der Weg trotzdem häufig geschnitten wurde oder einfach vom Board stehen geblieben wurde und ich halt einfach in meinem Rhythmus ein bisschen gestört war. Ob das am Ende mein Problem ist oder vielleicht die Regeln so ein bisschen gedehnt wurden, ist dann Interpretationssache. Am Ende muss ich es mir selber ankreiden, weil ich hatte die Chancen, das Ding zuzumachen, kam am Ende dann nicht ganz mental so gut klar und musste dann leider noch das Spiel 5-4 abgeben. Meinst du, dass Liam das extra gemacht hat, dann nochmal den Rhythmus zu verzögern? Also wie du das jetzt hier sagst, geht es nicht nur um diesen extrem langsamen Wurfstil und das, was quasi während der Aufnahme passiert, sondern auch gerade alles, was sich danach abspielt. Also quasi das langsame Rausziehen, das in den Weg laufen, das sehr langsame Zurückgehen, sowas. Also das hat sich dann schon gehäuft, als das Match enger wurde und sich erst auf deine Seite schlug. Ja, ich weiß nicht, ob er das extra gemacht hat, weiß man nicht. Also es gibt ja auch viele Spieler, die dann den Rhythmus ändern, wenn sie merken, okay, der Gegner ist vielleicht gut drin. Das ist erstmal ja auch ein taktisches Mittel, was man ja auch trotzdem anwenden kann. Kennt ja jeder auch mal, wenn man merkt, okay, der Gegner wirft irgendwie 280, dass man dann vielleicht mal kurz zu seinem Tisch geht, nochmal einen Schluck trinkt oder
Sowas finde ich jetzt an sich auch gar nicht so schlimm. Ja, ist vollkommen konform. Ich meine, wir beide müssten lügen, wenn wir sagen würden, wir hätten noch nie irgendwie ein bisschen den Rhythmus verzögert oder mal ein bisschen eine Pause eingelegt, weil der Gegner gerade gut im Flow war. Das gehört ja auch mit dazu. Genau, aber als ich dann so ein paar Mal gemerkt habe, dass er mir dann sehr nahe kam und auch wirklich die Darts sehr, sehr langsam rausgezogen hat, habe ich halt für mich dann auch gesagt, sozusagen soll er das machen und ich nehme mir halt meinen Freiraum. Ich bin halt dann ans nächste Board gegangen, sah halt dann für einige im Nachhinein natürlich auch sehr komisch aus, warum ich praktisch am Nachbarboard stand und Liam allein am Board. Aber ich habe auch gesagt, ich wollte dann halt dem aus dem Weg gehen, dass er mich in meinem Rhythmus oder in meinem Ablauf weiter stört. Und letzten Endes habe ich mich vielleicht am Ende damit auch selber ein bisschen rausgebracht, weil ich halt nicht mehr dann meinen Ablauf sozusagen so gespielt habe, sondern ich erstmal darauf bedacht war, zu vermeiden, dass mein Ablauf gestört wird. Ja, dann ist, also ich meine, wenn der Gegner das halt erreicht hat, dann ist er schon, man versucht es natürlich zu vermeiden, aber der Gegner ist trotzdem irgendwie im Kopf drin, weil man sich ja damit irgendwie halt auch beschäftigt und darauf einlässt, ist natürlich ärgerlich, aber es ist auch wieder eine Situation, aus der man lernen kann und die du bei einem nächsten Aufeinandertreffen, wenn so eine Situation wieder so, ich sag jetzt mal nicht eskaliert, aber sich, wenn die wieder so vorkommt, was du dann für dich entscheiden kannst. Nein, also eskaliert ist da erstmal gar nichts. Ich habe nach dem Spiel auch gesagt, Glückwunsch und viel, viel Glück für die nächste Runde. Also eskaliert ist da überhaupt nichts. Aber wie du sagst, man lernt da sehr viel draus, man kann sich das nächste Mal drauf einstellen. Und wie gesagt, ich habe dann auch ein paar Tipps von anderen Spielern bekommen, zum Beispiel Thomas Köhnlein, kennt vielleicht auch der eine oder andere vom Karlsruher SC, hat auch mal Super League gespielt. Meinte dann auch, an sich war das gar nicht so schlecht, dass du dann versucht hast, ihm aus dem Weg zu gehen, weil es haben ja auch einige das Spiel verfolgt und natürlich auch die Situation mitbekommen. Aber er sagt dann auch, am Ende störst du dich halt in deinem Ablauf, weil du einen weiteren Weg zum Oki hast. Du hast einfach nicht das, was du vorher im Practice oder in den vorherigen Matches oder zu Hause hast. Und es ist irgendwie dann auch ein anderes Gefühl, wenn du dann halt nicht 2-3 Schritte zum Oki gehst, sondern so eine halbe Weltwanderung jedes Mal machst und immer dann halt ewig wartest, bis du wieder dran bist, weil das ist dann vom Rhythmus und vom Spielgefühl einfach anders. Aber letzten Endes mache ich auch selber, habe ich mir selber den Fehler auch angekreidet, dass ich dann meine Chancen nicht genutzt habe, weil die hatte ich trotzdem noch. Aber klar, dass man so, sagen wir mal, durch Regeldehnung so ein bisschen beeinflusst wird, muss auch nicht sein. Aber das ist am Ende auch Interpretationssache und eine Sache der Regeln. Und für mich ist das Thema jetzt auch eigentlich abgehakt, weil ich will nach vorne schauen, mich auf die positiven Dinge konzentrieren. Und wenn ich das nächste Mal gegen ihn spiele, dann kann ich mich vorher darauf einstellen und habe dann einen besseren Matchplan als diesen spontanen Mitte des Matches. Ja, man muss dann halt ja auch spontan erstmal was entscheiden und da irgendwie drauf reagieren, irgendwas. Und wenn man noch nicht vorher in so einer Extremsituation war, dann weiß man ja auch noch nicht direkt, ob das, was man jetzt gerade macht, ob das auch wirklich das Richtige ist. Jetzt im Nachhinein kann man das analysieren, ob es da wirklich irgendwie das Richtige ist. Ich habe jetzt irgendwie ein lustiges Bild im Kopf, so wie Gervin Price, der, weiß ich nicht, da im WM-Finale bei der Corona-WM 2020 noch erstmal bis, wie heißt es hier, oder 2021 war die WM, bis zum Pokal gelaufen ist und dann wieder zurückgekommen ist, um da irgendwie dann nochmal irgendwie, weiß ich nicht, 3 Darts aufs Doppel zu werfen oder sowas. Eine letzte Sache jetzt noch einmal ganz kurz, um das Thema abzurunden. Du hast gesagt, da waren auch noch einige Leute bei, die sich das angeschaut haben und du hast auch nach dem Spiel nochmal mit Philipp Brzezinski gesprochen, ist das richtig? Ja, also erstmal habe ich mit meinem engen Kreis gesprochen, also mit den Leuten, die sozusagen aus meiner Region dabei waren, aus meiner Mannschaft oder mit den Leuten, die ich als Begleitperson hatte. Ich hatte auch Jared als Begleitperson und habe erstmal auch mal gefragt, wie die das wahrgenommen haben. Und die haben halt auch gesagt, ab dem Moment, wo ich mich halt so beeinflusst gefühlt habe, ist vielleicht am Ende auch meine Schuld und mein Spiel dann halt geändert habe, dass ich halt es war vollkommen spontan, weil ich dachte, okay, komm, lass dich davon jetzt nicht beeinflussen, dass er auf dich zukommt oder nah an dich ran oder jeden Dart einzeln rauszieht und du dann immer absetzen musst und nochmal zurückgehen musst. War halt, wie gesagt, ein spontaner Einfall. Und da habe ich gesagt, komm, mach's jetzt, weil wenn du noch mehr drüber nachdenkst, dann wird es noch schwieriger. Aber klar, meine Kollegen haben halt auch gesagt, du hast dann halt dich davon rausbringen lassen und das hat dir ja am Ende dann auch das Spiel wahrscheinlich gekostet.
Und was, also ich meine, du hast jetzt schon mal ein bisschen das erzählt von den Kollegen. Was waren da sonst zum Beispiel noch die Reaktionen von Philipp oder von anderen sonst noch, die das mitbekommen hatten, diese Situation? Oder was waren da allgemeine Gedanken noch zu? Dazu kannst du mal kurz was erzählen und dann auch zu der Situation. Du hast dich dann ja noch aus dem Turnier danach rausschreiben lassen, ne? Genau, also wie gesagt, ich hatte mir das dann alles angehört und dann halt kurz überlegt, was ich mache, weil ich war dann natürlich auch, wie sagen wir es mal, enttäuscht, dass ich mich habe davon so rausziehen lassen, weil ich glaube, hätte ich das nicht gemacht, hätte ich den Qualifier auch gewonnen. Das ist zumindest meine feste Überzeugung, weil es eigentlich auch echt ein guter Tag war, ich eine gute mentale Verfassung eigentlich hatte und wie gesagt, mich eigentlich nicht habe wirklich unterkriegen lassen, auch vom Gefühl her. Ich dachte dann auch so, okay, soll er 4-2 machen, 4-3? Ich hatte trotzdem immer den Glauben an den Sieg und eigentlich habe ich gedacht, das ist absolut mein Tag. Und wenn du dann halt so an dir selber auch irgendwo scheiterst, ist es immer ärgerlich. Und ich habe mich vielleicht in dem Moment auch ein bisschen ungerecht behandelt gefühlt, ob es jetzt so berechtigt ist. Im Nachhinein, ne, muss jeder für sich selber wissen. Und bin dann halt nach vorne zum Turnier gegangen, habe halt kurz mit Philipp gequatscht und dann halt auch gesagt, ich fühle mich jetzt nicht mental bereit, jetzt das zweite Turnier zu spielen, direkt irgendwie 10 Minuten später, und habe mich dann halt für das zweite Turnier streichen lassen. Was dann ja auch vollkommen legitim war. Wir haben da ja auch in der letzten Folge schon noch nicht mit dir, aber drüber gesprochen. Ich glaube, da müssen wir jetzt auch nicht mehr so viel Worte zu verlieren. Danke dir auf jeden Fall auch nochmal, dass du jetzt hier das Fass nochmal aufgemacht hast, dass wir da auch jetzt nochmal einen intimeren Einblick dazu bekommen haben, was da vorgefallen ist. Und beim nächsten Qualifier wirst du durch diese Situation dann durchkommen, wenn es wieder auftritt. Bin ich fest von überzeugt. Definitiv. Und wie gesagt, ich sehe es ja am Ende trotzdem auch immer positiv. Und wie du auch sagst, es ist halt ein Lernprozess. Und das ist halt was an Erfahrung wieder dazukommt. Und wie gesagt, ich hatte vorher noch nie gegen ihn gespielt. Ich wusste, dass es halt langsamer wird. Aber es gibt halt immer auch gegen andere Gegner, kann dir gegen jeden auf der Development Tour, Challenge Tour, was auch immer auch passieren auch mal Dinge, auf die man sich nicht unbedingt einstellen kann. Das war für mich so ein Fall. Und deshalb habe ich jetzt auch, werde ich auch mit Johannes noch ein bisschen drüber legen, wie man dann in so einer Situation dann umgeht, um das dann zu lösen. Und ich hatte auch noch mit ein paar anderen Leuten gesprochen, die dann auch gesagt haben, du hättest vielleicht zwischendurch dann einen Offiziellen noch dazu holen können oder so. Aber das sind halt alles so Sachen, die bei mir dann nicht in dem Moment in den Kopf kamen, sondern ich wollte mich einfach weiter konzentrieren, weil es ja eigentlich gut lief, ich gut gespielt habe und vom Gefühl her hätten wir einfach so weitergespielt, ich das Spiel auch gewonnen hätte. Aber ist alles hätte, könnte, wäre. Wichtig ist das nächste Turnier, das ist für mich jetzt wieder die Development Tour. Und da geht es dann wieder von null los. Und vielleicht geht es da ja mal weiter als das Viertelfinale. Oder vielleicht ist der nächste Qualifier in Hildesheim ja meiner. Irgendwann kommt die Zeit. Hast du sehr schön gesagt. Damit wollen wir die Thematik dann jetzt auch auf sich beruhen lassen. Ansonsten haben wir jetzt noch ein großes Thema. Und zwar erstmal ganz kurz, es wird bald eine sehr große Ankündigung kommen, so ungefähr in einem Monat. Aber mehr kann ich dazu jetzt noch nicht sagen. Mehr dann zu gegebener Zeit. Jetzt erstmal sprechen wir nochmal ganz kurz über die Premier League. Die stand ja schließlich auch an. Was sagst du zum Premier League Playoff-Abend? Also ich kann dir mal ganz kurz vorweggreifen. Ich habe es angekündigt, Van Gerven gewinnt das Ding und er kam, sah und siegte. Er hat es in einer unwahrscheinlich coolen Manier gewonnen und ich muss sagen, jetzt auch wieder meine persönliche Meinung, aber das war der einzige Premier League-Abend, der mir richtig dolle Spaß gemacht hat. Ja, ich habe den Premier League-Abend auch sehr genossen. Ja, ich wusste vorher auch, bin ich ehrlich, nicht so wirklich, wer es machen würde. Habe dann das erste Spiel von Price gesehen und dachte mir, gegen Jonny Clayton, dachte mir, Price hat heute richtig Bock. Also der war ja im ersten Spiel wirklich, On also fire. überragend, überragend. Also der hat ja gefühlt alles getroffen. Also vom Gefühl her hätte er auch vom Parkplatz werfen können und hätte trotzdem noch eine 131 gecheckt. Also das war komplett krank. Van Gerven gegen Smith war irgendwie so, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, Smith ist nicht so wirklich drin. Dabei war eigentlich Van Gerven einfach wirklich am Anfang überragend. Hat wirklich alles ausgenutzt. Am Ende hätte es auch nochmal wirklich sehr eng werden können, wenn Van Gerven mit dem letzten Dart die Doppel-10 nicht checkt. Smith stand, glaube ich, auch auf Doppel oder weit unten auf jeden Fall. Hätte dann das 9-9 machen können, einen Anwurf gehabt. Also Van Gerven kam am Ende so im Halbfinale so ein bisschen der Schlendrian rein, wo man auch dachte, vielleicht kann Smith jetzt nochmal die Chance nutzen. Und im Finale war es dann halt
vom Timing her einfach so, dass Price halt überhaupt nicht an seine Leistung vom Halbfinale anknüpfen konnte und ja auch bei Social Media geschrieben hat, dass er sehr enttäuscht und verärgert darüber war, dass er dann von seinem Gefühl her im Finale halt nicht mehr seine Leistung bringen konnte. Und das nutzt halt ein Van Gerwen dann gnadenlos aus. Ja, das ist einfach auch ein abgezockter Hund, muss man sagen. Und Van Gerwen war an dem Abend der beste Spieler, würde ich sagen. Also Gervin Price hat ein sehr, sehr gutes erstes Match bestritten. Da dachte ich auch schon fast, das wird heute ganz schwierig, den zu stoppen. Van Gerwen dann eigentlich gegen Smith wirklich sehr, sehr gut gespielt. Smith sich am Ende immer wieder rausgezogen mit solchen High-Finishes, ne, oder mit sehr, sehr guten Finishes. Ja, vor allem die Bull-Finishes. Also diese 123, ich weiß nicht, ob das in dem Leg war, wo Van Gerwen zwei Match-Starts schon verpasst hat, die waren auf jeden Fall richtig big oder zumindest stand Van Gerwen auf Doppel zum Match. Dann nimmt er das raus, aber Van Gerwen, der hat das auch super schnell abgehakt. Der war direkt wieder am Oki und hat einfach losgelegt und ja, wieder sein Powerscoring dort ins Board geknallt. Das war schon wirklich Weltklasse. Und dann das Finale von Van Gerwen mit der 170, die 150 und generell einfach dieses Timing, was der Mann dort hatte, diesen Touch auf die Triple- und Doppelfelder, das war absolute Weltklasse. Und da hat er jetzt in meinen Augen auch einfach mal wieder gezeigt, warum er der beste Spieler der Welt ist. Ja, also laut Ranking ist er das nicht, aber ich weiß, was du meinst. Ja, ich sag ganz ehrlich, ich hätte es mir für Price gewünscht, weil er einfach, finde ich, bei der Premier League über die gesamte Spielzeit wirklich sehr, sehr gut gespielt hat, natürlich auch in der Tabelle, dann Erster war und für ihn halt sehr, sehr ärgerlich, dass er dann halt gerade im entscheidenden Spiel, im Finale dann nicht anknüpfen konnte, was aber, glaube ich, auch sehr viel mit Van Gerwen zu tun hatte, wo er dann die 170 spielt zum Break, wo Price sich vorher mit einer 180, glaube ich, 36 stellt, auch einfach so Big Points gelandet hat, die dem Gegner auch wehtun. Und irgendwann hat man bei Price auch gemerkt, dass er nicht mehr wirklich dran glaubt, weil Van Gerwen einfach so stark war. Aber ich hätte es natürlich aus der Sicht auch Price sehr gegönnt, mal ein sehr, sehr positives Erlebnis bei der Premier League zu haben, weil die letzten Premier League-Saisons von ihm waren ja auch nicht wirklich berauschend. Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Gegönnt hätte ich es ihm auch. Gegönnt hätte ich es auch Johnny Clayton oder Michael Smith. Das ist natürlich auch klar. Irgendwie, man hat sie doch alle gern. Aber ja, ich kann das nur oft genug sagen. Es fühlt sich einfach richtig an, wenn der Mann in Grün gewinnt. Das ist so. Ja, ich mag das ja. Also wir spielen auch gern bei uns hier auch unsere Weser-Bergland Premier League und sowas. Und ich finde das auch immer gut, dass die, also vom Gefühl her, die Leute, die vorhin in der Tabelle oben standen, dann auch irgendwo dafür belohnt werden. So vom Gefühl her. Also kann vielleicht nicht jeder so nachempfinden, aber so für mich so ein bisschen Gerechtigkeitssinn, weißt du, wie ich meine? Ja. So ein bisschen mehr. Ja. Ja. Nein. Vom Gefühl her. Vom Gefühl her. Hast du schon recht. Marvin, dann kommen wir jetzt schon mal, würde ich sagen, im kleinen Übergang zu ein paar Fragen aus der Community an dich. Und außerdem heute zum Thema overratete Spieler. Wir hatten ja vor zwei Folgen, in der letzten regulären Folge mit Felix, hatte ich drüber gesprochen, über Spieler, die momentan underrated sind, oder beziehungsweise da kamen die Vorschläge aus der Community. Und jetzt wollen wir doch hier einfach nochmal ganz in Ruhe auch gleich über Spieler sprechen, die overrated sind. Ihr habt da wieder eine ganze Menge zugeschrieben. Wenn ihr auch Bock habt, Teil dieser Folge zu sein, dann schaut immer gerne mal wieder bei uns auf Instagram @mydartcoach vorbei. Dort könnt ihr, weiß ich nicht, montags oder dienstags vor der Aufnahme, wenn Alex bei uns aus dem Social-Media-Team das postet, Fragen stellen an den entsprechenden Spieler, der hier zu Gast ist im Podcast. Da kann man dann nochmal auf das ein oder andere eingehen, ist ganz cool. Ihr könnt das mitgestalten und auch immer mal wieder, wenn es irgendwie eine Thematik gibt, fragen wir euch und dann könnt ihr auch Teil dieses Podcasts sein. Marvin, bist du bereit für drei Fragen, die ich heute rausgesucht habe? Hau raus. Erste Frage kommt vom Dauerbrenner namens Finn. Richtig. War schon mal richtig beantwortet. Wie eng war die Krawatte in Hameln und wie lange warst du danach in der Badewanne? Oh, ja, Badewanne ist so ein sehr gutes, wie nennt man das denn? Also ich habe das oft früher mal gemacht, das mache ich mittlerweile nicht mehr, wenn ich dann ein bisschen sauer war, dass ich dann einfach gesagt habe, meistens bei Hotelreisen oder so, wenn man irgendwie in England war oder woanders, dass man dann einfach erstmal sich ein schönes Bad nimmt und erstmal eine Stunde runterkommt. So ein Calm-Down-Mittel. Genau, einfach zur Entspannung, über alles so ein bisschen nachdenken kann.
Ja, so eng war die Krawatte jetzt nicht, aber es gibt halt so ein paar Spiele, wo man sich dann halt über sich selber ärgert. Also gerade mal nicht über den Gegner, sondern weil man selber halt vielleicht einfach Chancen verpasst, die nicht sein müssen. Aber Krawatte würde ich jetzt nicht sagen. Vielleicht 20 Minuten kurz mal ein bisschen sauer über sich selber gewesen, aber ja, das kommt halt mal vor. Was genau ist passiert in Hameln? Ich habe am Samstag gespielt, ein Einzelturnier auch mit Marcel in Hameln. Und da waren halt auch sehr viele gute Spieler dabei. Und ich habe dann gegen einen Teamkollegen von ihm gespielt, Fritz Geis. Schöne Grüße, falls es wollt, auch jetzt in die Bundesliga aufgestiegen mit den Captains Berlin. Und ich wusste halt auch schon gegen ihn, dass es ein sehr, sehr schweres Spiel wird. Und ich bin halt wirklich super reingestartet. Hab, glaube ich, 17, 18 gespielt oder so, oder irgendwas in den Drehen, 16, 18. Auf jeden Fall sehr gut gestartet, 2-0 geführt. Verpasst dann irgendwie drei Matchstarts. Verpasst im nächsten Leg wieder zwei. Und im Decider bin ich dann irgendwie mit 140, 140 rein und krieg's auch nicht zu. Also so ein Spiel, wo man sich denkt, das hätte nicht sein müssen. Und Gegner kommt natürlich dann irgendwie auf 72, checkt mit einem Matchstart. Und dann ärgert man sich halt draußen mal 10 Minuten über sich selber, aber. Wie gesagt, das ist ja jetzt auch nichts, wo ich jetzt sagen würde, das nimmt man jetzt irgendwie ein paar Tage mit, sondern da ist man vielleicht 10 Minuten sauer und gut ist. Ja, nee, hört sich, Passiert halt ja, gerade im passiert. Best of Ja, Five. das ist halt Dart, ne? Also ich meine, manche Spiele gewinnt man glücklich, manche Spiele verliert man halt auch unglücklich. Aber dafür Ja. gibt es ja die Badewanne, ne? Dafür gibt es dann die Badewanne, genau. Aber gerade, also jetzt nochmal so, gerade im Best of Five passiert das manchmal, wenn du das Spiel auch nicht zukriegst und dann auch gegen so ein Da spielst, wo du dann auch nicht viele Chancen kriegst. Das muss man ja auch mal sagen. Ich verpasse dann immer so ein, zwei Matchstarts, aber mein Gegner, also Fritz, der bestraft mich dann auch sofort. Also der gibt mir nicht nochmal die Chance, mal drei zu werfen oder so, sondern hat es dann halt auch gut ausgenutzt. So. Nächste Frage ist eigentlich eher, glaube ich, an mich oder das oder an My Dart Coach als Organisation gerichtet, aber wir machen das Aha. jetzt mal wie folgt. Du beantwortest die jetzt nach bestem Wissen und Gewissen und ich werde dazu nichts kommentieren. Also du musst das jetzt quasi so beantworten, wie ich das erzählen würde. Und Oha. ich kommentiere das hier im Podcast jetzt nicht mehr, okay? Oha. Okay. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Dennis fragt: Wie bekommt man ein Sponsoring bei euch? Wie gesagt, da würde ich einfach sagen, erstmal Turniere spielen, die auf Öffentlichkeitsaufmerksam sind. Aber vor allem PDC ist da natürlich, wie sagt man, sehr im Fokus, gerade weil wir ja auch, also Fokus auf junge Spieler setzen. Also gerade auf der Development Tour kann man sich natürlich sehr gerne zeigen, aber auch bei der JDC oder bei gewissen Turnieren. Und natürlich am besten auch, wenn man ein bisschen Kontakt hält, auch mal vielleicht den Kontakt bei Turnieren sucht, mal sich ein bisschen unterhält. Und ich glaube, da kann ich auch für mich sprechen. Bei uns ist auch die Sympathie unter den Leuten ganz wichtig. Also nicht nur gut Dart spielen, sondern es muss halt auch im Team dann harmonieren. Nächste Frage kommt von. Ich sag da wie gesagt nicht zu. Nächste Frage kommt von Johnny. Größte Überraschung aller Zeiten im Dart und warum? Für mich persönlich sage ich den UK Open Sieg von Andrew Gilding. Boah, meinst du echt? Fand ich sehr überraschend, weil erstens in meinem Kreis wirklich praktisch keiner daran geglaubt hat. Weil Andrew Gilding vor allem eigentlich eher jemand ist, der auf den Floor-Turnieren sehr, sehr, sehr gut spielt, aber halt eigentlich nicht wirklich häufig auf der Bühne. Und gerade dann dieses Spiel gegen Van Gerven, wo er dann eigentlich schon praktisch gefühlt raus war, glaube, lag er 9-7 hinten, kann das sein? Ich glaube, war auch schon 9-7 oder 9-6. Und das irgendwie noch dreht, das war schon für viele Leute, die in meinem Kreis jetzt waren, ein sehr, 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 sehr überraschender Sieg. Also, dass man das Turnier holt bei so vielen Leuten, ich glaube, da hätte praktisch keiner irgendeinen Pfifferling auf ihn gesetzt. Aber fandst du das überraschender als Danny Jansens Sieg auf der Pro Tour letztes Jahr? Ja, definitiv. Ja? Finde ich definitiv, ja, weil ich finde Floor-Turnier, also nichts gegen Floor-Turnier, ich spiele selber die, aber ich finde ein PDC-Major-Bühnen-TV-Match oder Turnier ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, wenn du dann auch so viele Zuschauer hast und auch ein Finale gegen Van Gerven im TV zu gewinnen, das ist
nicht vielen vergönnt, gerade nach so einem Rückstand, wo eigentlich dann auch ich hier schon saß vom Fernseher und dachte, okay, ja, jetzt 9-6 Van Gerwen, das lässt er sich im Leben nicht mehr nehmen. Ich fand das schon für mich persönlich, seitdem ich Dart coach, eine der krassesten Überraschungen. Ja, hast du auf jeden Fall einen guten Punkt. Ich glaube, da würde ich mitgehen. Aber es sind natürlich so ein paar Sachen, die man irgendwie im Kopf hat. Irgendwelche Überraschungsfinalisten bei der WM oder auch Überraschungssieger in Teilen, ne? Aber ja, einzelne Spiele sowieso, da sind ja schon die wildesten Ergebnisse, wenn man jetzt einzelne Spiele beschreibt. Aber ich sag mal so über ein ganzes Turnier, ich weiß nicht, wer vor den UK Open gesagt hat, und das hätte auch Andrew Gilding nicht selber gesagt, glaube ich, gesagt, der Typ holt das jetzt. Also das war, fand ich schon, deshalb liebe ich aber auch die UK Open so. Also wenn man da einfach dieses Open Draw hat, es kann halt sein, dass direkt irgendwie Wright gegen Van Gerwen spielt oder so und die hauen sich gegenseitig raus und dann hast du halt mal so ein Halbfinale, Gavlas gegen Gilding. So Gavlas für mich zum Beispiel Halbfinale UK Open in diesem Jahr auch eine Riesenüberraschung, wenn man sieht, was er sonst so dieses Jahr gespielt hat. Auch das für mich eine der großen Überraschungen dieses Jahres, also nicht aller Zeiten, aber dieses Jahres auf jeden Fall, dass dieses Halbfinale zustande kam. Ja, das ist, ja, ist ein guter Punkt. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt nach den Fragen mal zu Spielern, die overrated sind. Ist ein bisschen schwieriger, würde ich sagen, zu callen als Spieler, die underrated sind. Und ich habe mir da jetzt mal 6 Stück rausgesucht hier auf Instagram, die wir jetzt mal durchgehen. Die kamen aus der Community und da quatschen wir jetzt einfach mal ganz locker drüber, ob diese Spieler overrated sind im Moment. Wie gesagt, auch gar nicht despektierlich gemeint, sondern einfach nur, werden die in der Öffentlichkeit besser wahrgenommen, als ihre Leistung eigentlich sind. Und wir fangen an, kommt von Kev, Dimitri Vandenberg. Was sagst du dazu? Ich finde den Call gar nicht so schlecht, was aber, glaube ich, auch viel mit overrated zu tun hat, ist, glaube ich, diese Premier League-Nominierung, die ich jetzt persönlich auch nicht gemacht hätte. Also ich hätte da auch, haben wir ja damals drüber gequatscht in der Podcast-Folge, auch eher einen Luke Humphries oder so gesehen. Ja, Premier League-Spieler sehe ich ihn auch nicht, aber an der Weltranglistenposition, wo er steht, finde ich ihn jetzt auch nicht overrated. Premier League too much, aber da, wo er in den Rankings steht, schon finde ich ganz gut einsortiert. Ja, mit den Rankings ist ein guter Punkt, aber trotzdem in der Öffentlichkeit, Premier League, jetzt auch zu den World Series Events eingeladen, das finde ich schon ein bisschen ein Zeichen für overrated. Ich meine, er ist jetzt auch nicht so ein Spieler, wo ich immer wieder sage, boah, der spielt jetzt so unfassbar gute Darts. Ich würde ihn schon mit dazu ziehen, dass ich sage, der ist ein bisschen overrated. Natürlich sehr wichtig für den Darts-Hype in Belgien auch, aber ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn unbedingt so, ja, ich glaube, ich würde sagen, er ist momentan ein bisschen overrated. Ja, also wie gesagt, gerade die Premier League lässt den Call jetzt auch ganz gut so stehen. Ich habe auch das Gefühl, ich weiß nicht, ob das statistisch auch so tragbar ist, aber ich habe das Gefühl, dass er momentan auch in diesem Jahr sehr unkonstant spielt, dass da auch gerade auf den Players Championships viele Spiele dabei sind, die wirklich dann sehr durchwachsen sind, dann mal wieder ein Highlight, aber so nicht diese Konstanz, die Van Gerwen, Price, Smith an den Tag legen. Also ja, nee, hast du auf jeden Fall einen Punkt. Der nächste auf der Liste wäre von The Rocket Gabriel Clemens. Was sagst du dazu? Schwieriger Call. Finde ich auch sehr schwierig. Ist halt auch dasselbe mit dem, das ist halt dieses eine Turnier, wenn es nicht die WM, wenn es nicht WM-Halbfinale gewesen wäre, sondern was weiß ich, ein Grand Prix-Halbfinale, würden wir, glaube ich, ganz anders drüber reden. Aber natürlich finde ich persönlich, dass Clemens das Niveau spielt, was man von ihm auch erwarten kann dieses Jahr. Also er macht sich jetzt auch selber nicht zu dem Spieler, der sagt, ich müsste jetzt irgendwie in die Premier League kommen oder Top 16. Also Gaga ist für mich jemand, der einfach bodenständig, solide seine Pfeile spielt, aber medial vielleicht auch ein bisschen größer gemacht wird, als er sich selber sieht oder als er auch vielleicht Status quo aktuell ist. Ja, das stimmt. Ich meine, man muss ja auch sehen, du kannst ihn natürlich nicht immer an dem WM-Halbfinale messen und sagen, das ist einer der besten 4 Spieler der Welt. Ich meine, Gaga ist die Nummer 20 der Welt, wenn ich mich nicht vertue, aktuell. Ungefähr. Und ich finde, leistungsentsprechend, ja, spielt er eigentlich auch. Also, ja. Ich meine, für eine Nummer 20 der Welt, er hat bis jetzt auch schon ein Pro-Tour-Finale in diesem Jahr gespielt. Gut, da lief dann nicht so viel, ist auch wieder nur ein Spiel, ne? Aber ansonsten, er bringt relativ konstant
konstant gute Darts. Und ich sag mal, wenn man das jetzt halt mit den anderen deutschen Spielern halt vergleicht, dann würde ich halt sagen, ein Gabriel Clemens ist nicht overrated, aber ein Martin Schindler und Ricardo Pietreczko sind eher underrated im Vergleich zu ihm, wenn man das jetzt so halt in Beziehung setzen möchte, ne? Das stimmt. Also wie gesagt, auch wenn ich jetzt, was ich vorhin bei Dimi meinte mit der Konstanz, ich habe das Gefühl, dass Gaga zum Beispiel übers Jahr konstanter spielt als Dimi. Also vom Gefühl jetzt her, dass da einfach nicht diese krassen Schwankungen nach unten da sind. Und bei Gaga weiß man eigentlich immer so, der spielt so seine Mitte 90 und du weißt eigentlich so vom Gefühl, was da kommt. Also so sehe ich ihn. Also wirklich eine sehr konstante Leistung übers Jahr und da fehlen halt vielleicht noch die paar Ergebnisse, die er vielleicht noch mehr verdient gehabt hätte, aber kann ja noch kommen. Das Jahr ist ja noch lang genug. Ja, ich würde jetzt also abschließend auch nicht sagen, dass er halt overrated ist. Das ist leistungsentsprechend. Was jetzt in den Medien wieder draus gemacht wird, ist ein anderes Ding. Und ich meine, dass er, weiß ich nicht, die drittmeisten Follower auf Instagram von allen Dartspielern überhaupt hat. Oder die zweitmeisten, weiß ich nicht genau. Das ist, ja, das ist dann halt auch einfach wieder so ein Ding. Das zeigt einfach nur, wie groß der Hype ist und dass wir unbedingt ein starkes Zugpferd brauchen. Aber ich würde sagen nicht, dass er, würde nicht sagen, dass er overrated ist. Nee, leistungstechnisch auf gar keinen Fall. Dann kommt der nächste Call von Finn. Barney, auch wenn es hart ist und ich ihn eigentlich mag. Was sagst du zu diesem Call? Finde ich überhaupt gar nicht. Also, den kann ich jetzt tatsächlich überhaupt nicht verstehen, weil ich finde, Barney macht sich, seitdem er die Ducat zurückhält, wieder ganz gut. Also es kommt so Stück für Stück, habe ich das Gefühl, kommt er immer wieder rein, hat immer dann so kleinere Highlights, aber noch nicht so den richtig großen Durchbruch. Aber Barney wird jetzt ja aktuell auch nicht, finde ich, nicht größer gemacht, als er aktuell ist. Also das Gefühl habe ich jetzt tatsächlich nicht. Ja, ich finde, die PTC geht da eigentlich auch einen ganz guten Weg. Ich meine, man muss sagen, das ist ein Spieler, der steht um die Nummer 30 der Welt herum. Und dementsprechend, finde ich, passen auch die Leistungen dazu. Natürlich ja. Muss jedes Mal wieder in dieser Ankündigung, was mitschwingt, 5-time Champion of the World und so weiter halt. Aber du kannst ihn jetzt halt nicht an dieser Ankündigung aus den letzten 10 bis 20 Jahren halt messen, was nee. Er da halt gespielt hat, sondern du musst es halt mit der Ranglistenposition, wo er jetzt gerade steht, halt messen. Und ich finde auch gar nicht, dass er in den Medien so unfassbar viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Also das finde ich ist schon leistungsentsprechend. Natürlich ist es eine große Persönlichkeit im Dartsport, das ist klar, aber es ist jetzt nicht übermäßig, oder? Nee, finde ich überhaupt nicht. Also das sind ja auch nicht diese, was wir jetzt sagen bei Dimi, irgendwie nicht 100% berechtigten Einladungen für irgendwelche Turniere, nur weil er fünfmal Weltmeister ist. Ich finde wirklich vollkommen angemessen und ich finde auch seine Leistung dieses Jahr eigentlich ganz stabil. Also von daher, ja. Dann haben wir hier einen Call, über den man definitiv diskutieren kann, wo ich jetzt schon mal vorweg sage, wenn wir im Moment definieren als das letzte halbe Jahr, dann sage ich ganz klar nein. Wenn wir im Moment definieren als den letzten Monat, dann könnte man ja sagen, aber es hat auch einen speziellen Grund, warum ich ja sagen würde. Und zwar ist das Dirk van Dijvenbode und der Call kommt von Adrian. Was sagst du dazu? Sehe ich auch eher schwierig. Also für mich jetzt vielleicht mal die letzten Wochen ausgeklammert, wirklich ein richtig starkes Jahr auch jetzt schon gespielt. Ich glaube auch schon mehrere Titel geholt beim Players Championship. Also zwei auf jeden Fall. Ja, genau, das hatte ich auch so im Kopf, dass es mindestens zwei waren. Und für mich eigentlich der Nächste, der in die Top 10 kommen wird. Also das ist für mich nur eine Frage der Zeit, bis der auch mal was Großes gewinnt. Also da bin ich sehr fest von überzeugt, wenn nicht dieses Jahr, dass der nächstes Jahr sich irgendein Major schnappen wird. Ja. Weil dafür ist er einfach zu gut. Also ich finde ihn fast von der Position sogar fast eher underrated als overrated. Okay, ja, so kann jeder das auch anders sehen, aber ich würde dir zumindest darin zustimmen, ist auf jeden Fall der nächste Kandidat, um in die Top 10 zu gehen, der nächste Kandidat, um ein Major-Turnier zu gewinnen und auch der nächste Kandidat, um im nächsten Jahr Premier League zu spielen, würde ich sagen. Ja, auch das, logisch. Also ja, ich meine, Dirk van Dijvenbode verkauft sich da halt auch gut. Warum ich jetzt über die letzten Wochen ja sagen würde, hat natürlich auch was halt mit der Verletzung zu tun. Aber das, wie du gesagt hast, muss man auch ein bisschen ausklammern. Das kann man nicht unbedingt sagen jetzt mit dieser Verletzung, wo er da diesen unfassbaren Sturz auf der Bühne hatte.
spektakuläre Szenen, wirklich vogelwild. Aber das kannst du natürlich jetzt, die Leistung kannst du jetzt nicht unbedingt an dem messen, was er halt davor gespielt hat. Und davor ist er einfach einer der besten Spieler in diesem Jahr bislang, der auch schon einige Highlights setzen konnte, der auch immer mal wieder enorme Averages ins Board brennt und der halt auch schon mehrere Turniere in diesem Jahr gewinnen konnte. Und das konnten noch nicht viele. Nee, also wie gesagt, ich, auch wenn ich ihn häufig sehe bei Players Championship, habe ich immer das Gefühl, der kann durchgehen. Also ich weiß auch nicht, wie der Jahresschnitt aussieht, aber ich habe auch schon bei Darts Oracle und bei den Two Averages auch schon mal gesehen, dass der da ganz, ganz weit vorne mit ist. Ich glaube, Top 10 sogar, würde ich jetzt mal schätzen. Das würde ich also auch schätzen. Das ist schon, wie gesagt, für mich tendenziell sogar fast eher under als overrated. Wollen wir ganz schnell und spontan, nicht geplant, einfach jetzt mal die Top 10 Jahresaverages hier im Podcast schätzen, immer abwechselnd. Uah. Jeder sagt einen. Wie viele okay. wir davon richtig bekommen? Du darfst anfangen, immer abwechselnd, jeder einen. Sag ich mal Gary Anderson. Sag ich Gervin Price. Michael van Gerwen. Gian van Veen. Ist der Top 10? Sag ich, call it. Ich weiß es nicht. Boah, das ist... Wir können hinterher checken, im nächsten Podcast. Ja, Dirk van Dijvenbode. Jetzt wird's schon schwer. Johnny Clayton. Luke Humphries. Dave Chisnell. Stimmt, der war in letzter Zeit auch sehr, sehr stark dabei. Haben wir 8. Jeder noch einen. Wen gibt's noch? Ah, okay, mein guten Freund hier. Josh Rock natürlich wahrscheinlich. Josh Rock, ja, ist ein guter Call. Und jetzt der 10. ist richtig schwierig. Ich bin gespannt, wie die richtig sind. Daryl Pilgrim, nein. Was? Ja, das ist doch der Running Gag, dass Daryl Pilgrim jedes Jahr aufs Neue wieder die Average Rangliste für das Jahr auf der Pro Tour anführt, weil er über die Challenge Tour zu genau einem Event eingeladen wird, einmal 106 in der ersten Runde spielt und ansonsten kein Players Championship Turnier mehr spielt. Aber sowas zählen wir nicht mit rein, nein, oder? Nein, sowas zählen wir nicht mit rein. Es geht schon um den richtigen Schnitt, wenn du auch mehr gespielt hast. Und da sag ich, der 10. Call ist, oh, das ist nicht einfach. Dann gehe ich mit Michael Smith. Okay, hätte ich jetzt gar nicht so weit vorne geschätzt, aber... Ja, aber ja, gut, wir schauen einfach mal, wie viel davon richtig sind. Wenn ich den Podcast hier dann nochmal selber anhöre, wenn er dann am Donnerstag draußen ist, schaue ich auf jeden Fall nochmal nach. Bitte? Hast du es offen? Nee, ich habe es nicht offen. Hast du es offen? Nee. Okay. Lass einfach. Willst du in dieser Folge, sollen wir noch live nachschauen? Können wir auch machen. Ja, warum nicht? Weil jetzt haben wir es noch präsent. Okay, mach du auf und ich moderiere hier den nächsten Overrated-Spieler an, okay? Genau, musst du mir noch eine Sekunde geben, ja. Ja, und der nächste Spieler auf der Liste der Overrated-Spieler. Wir haben noch 2 Calls. Ich würde sagen, die machen wir beide noch. Und danach lösen wir dann auf, wie gut wir waren mit den Spielern aus den Top 10 der Jahres-Average-Rangliste. Ihr könnt ja auch für euch selber da vor den Endgeräten jetzt gerade mal überlegen, wen ihr damit reingenommen hättet. Oder ob wir jetzt irgendjemanden vergessen haben, der irgendwie komplett obvious ist. Nächster Call ist auf jeden Fall Florian Hempel. Und während du noch raussuchst, sag ich schon mal was zu diesem Call. Der Call kommt übrigens von Erik. Ich würde sagen, Florian Hempel, ja, er ist ein bisschen overrated aufgrund seines Images, was er sich auch über die letzten Monate und Jahre halt erarbeitet hat. Da hat er ja schon ein ganz gutes Standing in Deutschland und ist relativ gut bekannt, muss man sagen. Also da hat er sich schon gut verkauft, hat dann ja auch teilweise gute Spiele gemacht, gerade im TV bei der WM, da waren 2 gute Jahre mit dabei bei der WM, wo er gute Spiele abgeliefert hat. Aber ich würde sagen, bei dem fachkundigen Publikum, und da zähle ich jetzt einfach mal die Hörer dieses Podcasts dazu, ist er momentan nicht mehr overrated, weil einfach schon seit Wochen, / Monaten, die Leistungen eigentlich nicht mehr so kommen, wie sie sein sollten. Bei den Leuten, die natürlich nur die WM schauen und vielleicht ab und an mal bei einem European Tour Event, wenn es gerade auf DAZN oder Sport1 kommt, anschauen, dann würde ich sagen, bei denen ist er overrated, aber bei dem fachkundigen Publikum würde ich sagen, ist er momentan nicht mehr overrated. Oder was sagst du dazu, Marvin? Ich finde, du hast das ganz gut eingeordnet. Ich glaube auch, in Deutschland
ist eher ein bisschen overrated, weil wie du sagst, viele Leute dann die WM gucken und vor allem auch, glaube ich, die Super League, und da hat er wirklich die letzten beiden Male einfach sehr, sehr gut performt. Das war auch, glaube ich, letztes Jahr sein bestes Turnier, die Super League. Also da hat er wirklich sehr, sehr gut gespielt. Aber ja, irgendwie auf der Pro Tour läuft es eher sehr, sehr schwierig. Ich glaube, da hat er auch wirklich bisher sehr, sehr wenig Siege einfahren können und es sieht dann natürlich auch mit Tourcard halt ganz schön schwierig aus. Von daher, wie du sagst, läuft bei fachkundigem Publikum nicht. In Deutschland kann man das schon vielleicht so sagen. Hm. Übrigens habe ich nebenbei jetzt mal die ja, aber Stats aufgemacht. Machen wir gleich einen Call noch, okay? Sehr gerne, sehr gerne. Und da möchte ich jetzt erstmal deine Meinung zu wissen. Der kommt von Volibear. Call overrateder Spieler, Ricardo Pietreczko. Sehe ich tatsächlich auch wie ähnlich wie bei Van Dijmbol genau andersrum. Also ich finde, Ricardo steht aufgrund seines ersten Protojahres, wo er halt noch nicht so gut performt hat wie jetzt, eher noch deutlich zu tief in den Rankings, als dass es die Jahresstats bei ihm hergeben. Oder er hatte jetzt auch, glaube ich, die beste Doppelquote gehabt in diesem Jahr von allen Protospielern. Und ich würde es auch, wie bei Van Dijmbol, deutlich eher underrated sehen als overrated. Da gehe ich zu 100% mit dir. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein richtig schlechter Call. Also ich weiß nicht, wie man Ricardo als overrated einsortieren kann. Das musst du dir mal bewusst machen. Ricardo steht, wo du ihn dran messen würdest, an der Weltrangliste auf Position Nummer 70 wegen des ersten Jahres. Genau, Ricardo, das ist das, was ich meine. Es fehlt noch ein bisschen die Konstanz bei den Turnieren, in den Erfolgen, nicht unbedingt immer in den Leistungen. Ich meine, gegen Steve Beaton spielt er jetzt auch wieder 94 oder 93,5, aber in den Ergebnissen. Ricardo spielt wie ein Top-32-Spieler und Ricardo hat die beste Doppelquote von allen Spielern in diesem Jahr bislang. Das muss man sich mal bewusst machen. Das ist kein Damon Hatter, kein James Wade, kein Michael van Gerwen, kein Gervin Price. Der Mann heißt Ricardo Pietreczko. Da will ich mir aber auch jetzt hier wirklich nicht erzählen lassen, dass dieser Mann overrated ist. Also, ja, ist doch so. Ich hab das noch ein bisschen, wie sagt man, noch ein bisschen diplomatischer ausgedrückt, aber ja, hast du recht. Das ist natürlich, dass ich auch meine, auch glaube, jede Statistik widerspricht dem auch. Und ja, wie gesagt, die Rankings, hätte er jetzt im ersten Jahr auch schon so gespielt wie jetzt, dann würde da im Ranking eine ganz andere Zahl stehen. Also, und ich muss sagen, ich hab das auch noch für relativ diplomatisch ausgedrückt. Also, das hätte ich auch noch anders sagen können. Naja, gut, das sollen die Calls gewesen sein. Danke wieder mal, dass ihr ja einiges geschrieben habt. Das macht die Folgen auf jeden Fall unterhaltsamer und so könnt ihr mit dabei sein. Und jetzt, Marvin, sag mir doch erstmal, bevor wir die Spieler durchgehen, die wirklich in den Top 10 stehen, wie viele davon hatten wir denn richtig? Lass mich mal durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück, glaube ich. Boah, das ist gar nicht so schlecht. Wenn ich es richtig gezählt habe. Also, du hast auf Platz 1 ist aktuell Matthew Dennett, weil es ist, glaube ich, auch dasselbe mit einem Spiel, kann es sein. Ja, das ist halt der Daryl Pilgrim-Move, ne? Es ist ein Spiel gegen Joe Cullen, erste Runde mit 103,5 raus. Ja gut, aber das nehmen wir jetzt raus, oder? Genau, das, ja, okay. Den habe ich da jetzt raus. Dann an 1 wäre Gary Anderson. Ja, guter Call. Der war mir auch sofort aufgefallen, weil er wirklich statistisch auch sehr, sehr hohe Averages gespielt hat bei und, den und dann auch vieles nicht gespielt hat, wie auf der European Tour, womit du dir vielleicht manchmal den Schnitt oder so ein bisschen versaust, ne? Genau. Dann auf der 2, wirklich haben wir gar nicht genannt, Nathan Aspinall. Okay, krass, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Hatten wir tatsächlich beide gar nicht drauf, mit 98,9. Anderson übrigens 99,21. Dann Luke Humphries hatten wir genannt. Dann Gervin Price hatten wir genannt. Johnny Clayton hattest du genannt. War ein guter Call, musst du sagen, Johnny Clayton. Das stimmt. Ich hatte Johnny Clayton auch von der Konstanz gefühlt, das meine ich dann mit dieser gefühlten Wahrheit, manchmal nicht so weit oben, aber ist er dabei. Dann hat man Josh Rock dabei, Gian van Veen, jetzt jemand, wo ich im Nachhinein denke, ja, klar, hättest du drauf kommen müssen eigentlich aufgrund der starken Formverbesserung, Christoph Ratajski. Ah, ja. Sehr gut gespielt, gerade im ersten Viertel des Jahres. Ja, stimmt. Dann tatsächlich Peter Wright. Und auf der 10 ist Dirk van Dijvenbode.
Warte mal, Peter Wright ist da oben mit dabei? Peter Wright ist da oben mit dabei. Das täuscht auch. 96,63. Das täuscht auch. Das ist, wie man sich so täuscht, ne? Das hätte ich niemals gedacht. Ja. Alter, dann hast du noch genannt Chisel, der ist auf 13, also der ist nur knapp draußen. Mhm. War noch sehr nah. Ja. Und genau. Wen haben wir? Wir hatten Van Gerven noch genannt. Genau. Und wen hatten wir noch? Michael Smith hat sie noch genannt. Den muss ich erstmal überhaupt suchen. Van Gerven ist auf 22 mit 95,3. Okay, krass. Wo ist denn Smith überhaupt? Ja, bei Michael Smith war ja auch nur der Filler-Call quasi, weil uns kein 10 naja. Eingefallen ist. Aber Ratajski wäre ein richtig guter Call gewesen. Ja, Ricardo übrigens ein Platz hinter Dimitri Vandenberg. Also zum Gefühl, ne? Ja. Was ich vorhin meinte. Ricardo nächstes Jahr Premier League. Ja, und dann meint man, dass Ricardo overrated ist und Dimi auch. Weiß ich nicht. Ja. Schwierig. Naja, was machst du? Wer zum Beispiel auch tatsächlich underrated ist von der Leistung, wäre jetzt, wo ich es gerade sehe, Ricky Evans. Da schließt sich der Kreis wieder, eigentlich wirklich sehr gut spielt, aber die Ergebnisse noch nicht ganz so kommen, wie es vielleicht aufgrund der Leistung sein müsste. Er hatte mir ja noch bei der Exhibition gesagt, du hast es ja auch gesehen, es gibt ja den Vlog davon auf YouTube oder auf Social Media gibt es das Video bei uns auch irgendwie auf TikTok oder Instagram, aber da hat er ja noch gesagt, ich fühle mich richtig gut mit seinen neuen Darts, fühlt er sich richtig gut, spielt richtig gute Leistung und für ihn ist ein Turnier im Fernsehen kein TV-Turnier, wenn er nicht mit dabei ist. Und er möchte jetzt anfangen, Turniere zu gewinnen. Die Confidence ist da. Ja, stimmt, das stimmt. Also, da sind wir sehr gespannt drauf. Auf jeden Fall. Marvin, es ist schon fortgeschrittene Stunde mittlerweile. Es hat mir wirklich großen Spaß gemacht, mit dir hier diese Podcast-Folge aufzunehmen. In der nächsten Woche bis zur nächsten Podcast-Aufnahme oder Ausgabe passiert gar nicht mal so viel. Das US Darts Masters steht an in New York. Auf jeden Fall immer wieder so ein ganz kleines Highlight dort im Madison Square Garden. Ist, glaube ich, für die Spieler gerade cool, wo jetzt auch viele schon früher angereist sind, um das dort einfach auch mit einem kleinen Urlaub verbinden zu können. Eine sehr, sehr coole Sache. Ich freue mich dann auch schon wieder morgens um 5 Uhr aufzuwachen und dann nochmal irgendwie das Halbfinale und Finale vom US Darts Masters anschauen zu können. Ja, das ist das, was so ansteht. Ansonsten nicht viel. Dann danach bald die Development Tour. Ich habe richtig Bock. Marvin, ich sag dir nochmal an dieser Stelle ganz herzlichen Dank, dass du hier heute im Podcast mit dabei warst. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch. Und das Schlusswort gehört jetzt dir. Ja, mir hat es wie auch immer wieder sehr viel Spaß gemacht und klar, ich blicke natürlich mit sehr, sehr viel Vorfreude auf die Development Tour und hoffe, dass man da natürlich auch den einen oder anderen Zuhörer dann wieder sieht. Also von daher, good darts euch allen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Das war Behind the Board, der My Dart Coach Spieler Podcast. Die Zeit bis zur nächsten Folge nutzt du am besten beim Trainieren mit der MyDartCoach App.